Im ersten Teil haben wir gezeigt, dass Paulus wenig über Jesus wusste. Er wusste das, was wir im Religionsunterricht lernen. Für einen Zeitgenossen ist es viel zu mager. Auch erwähnt er nicht einmal den Namen Maria, die Jesus gebar. Er hatte auch keineswegs Interesse daran, Jesus kennenzulernen. Als er sich selbst zum Apostel berufen hat, ging er nicht zu den Jüngern von Jesu, um ihn besser kennenzulernen, sondern reiste nach Arabien, um dort gleich seine Lehren zu verbreiten. Über seine abenteuerlichen Reisen gibt es keine außerbiblischen Quellen. Alles, was wir über ihn wissen, finden wir in seinen Briefen. Es gibt keine Zeugen, die über ihn berichten. Auch sein Rabbi, von dem er lernte, wusste von keinem abtrünnigen Schüler. Genauso auch wie viele andere bekannte Apologeten, wie zum Beispiel Justin der Märtyrer, haben nichts über ihn berichtet. Wir haben gezeigt, dass laut den meisten Wissenschaftlern viele Paulusbriefe gefälscht und unecht sind und auch von mehreren Schriftstellern verfasst worden sind. Beginnen wir nun mit dem zweiten Teil. Schriften im Neuen Testament nur wegen den Namen angenommen. Wie bereits erwähnt, hat der Verfasser oder die Verfasser der Paulusbriefe die Schriften unter falschem Namen geschrieben. Dadurch, dass die Briefen mit dem Namen eines Apostels verbunden wurden, erhielten diese einen hohen literarischen und theologischen Rang. Nur aus diesem Grund wurden die Briefe in das Neue Testament aufgenommen. Wenn man sich an den strengen Regeln von heute halten würde, hätten die pseudepigraphischen Werke gar keine Chance gehabt. Sie hätten zwar eine literarische Bedeutung, jedoch nur auf Dauer eine Eintagsfliege. Und wenn man sich die Schriften anschaut und sich das Neue Testament ohne die Paulusbriefe vorstellt, muss man einsehen, dass die christliche Weltliteratur sehr viel ärmer wäre. Durch eine Lüge wurden die Briefe im Neuen Testament aufgenommen. Wie kann es sein, dass man heute behauptet, die Bibel sei Gottes Wort, wenn die Verfasser über ihre Identität gelogen haben? Und wenn der Name der Verfasser gelogen ist, warum nicht dann auch der Inhalt? Teile der Paulusbriefe gefälscht, warum dann nicht alle? Die überwiegende Mehrheit der Theologen und Forscher sind sich einig, dass Teile der Paulusbriefe eindeutig unecht sind. Aber was ist mit den anderen Teilen der Paulusbriefe? Wer A sagt, muss auch B sagen. Wir haben öfter schon folgendes Beispiel genannt. Wenn ein Tropfen Gift in ein Wasserglas fällt, würde man dann noch von dem Wasser trinken? Das Gift könnte im ganzen Wasser verteilt werden. Wenn einige Schriften von Paulus heute hundertprozentig nicht Paulus zugeschrieben werden, wieso akzeptiert man dann die anderen Briefe? Die Antwort haben wir zuvor schon genannt. Die christliche Weltliteratur wäre sehr viel ärmer dran. Was berichtet die modernen Kritiker dazu? Im Fall des Apostel Paulus die Ausnahme, und zwar die einzige, von der von ihnen selber aufgestellten Regel zu statuieren, dass nämlich die in unserem Kanon enthaltenen Schriften durchweg nicht von den in ihren genannten Verfassern, sondern von Pseudonymen Autoren stammen. Der Engländer Edward Evanson, 1805 gestorben, Evanson, der seit 1770 in London als Pfarrer tätig war, war ein in jeder Hinsicht eigenwilliger Theologe. Als überzeugter Unitarier lehnte er das christliche Trinitätsdogma sowie den Inkarnationsgedanken ab. Evanson sah in dem Bekenntnis zum dreieinigen Gott, wie alle Unitarier, eine Verletzung des monotheistischen Grundgedankens. Schriftlich erklärte er dazu später, dass er nicht von Lord Chancellor angestellt worden sei, um über den unzusammenhängenden Unsinn dummen Aberglauben zu predigen, sondern über das wahre und rechte Wort Gottes. Vandenberg von Asing, Seite 154. Späterer Redaktor. Wenn man sich die Briefe genauer ansieht, bemerkt man, dass es große Unterschiede im Sprachstil gibt. Es ist offensichtlich, dass nicht nur eine Person die Briefe verfasst hat, sondern gleich mehrere. Theologen und Wissenschaftler vermuten anhand genauer Beobachtungen, dass der Verfasser bzw. die Verfasser die Theologie der ursprünglichen Briefe mit den eigenen Theologie vermischten. Ebenfalls gibt es die sogenannte Sekretärshypothese. Diese Theorie deutet darauf hin, dass Paulus Sekretäre bezahlte, die für ihn seine Briefe verfassten. Diese würde die verschiedenen Schreibstile erklären.
Abgesehen von sprachlich-stilistischen Besonderheiten lassen sich auch noch eine Vielzahl von inneren Widersprüchen und sachlichen Problemen gegen die Echtheit der Briefe anführen. Zu den Widersprüchen kommen wir noch. Der Verfasser des Schreibens scheint übrigens kaum in einer persönlichen Beziehung zu den angeredeten Christen zu stehen. Was eigenartig ist, dass sich Paulus lange Zeit in Ephesus aufgehalten haben soll. Paulus für Bauer ein Phantom. Einige sind der Meinung, dass Paulus seine Briefe nicht selbst verfasst hat. Andere gehen noch einen Schritt weiter und behaupten, dass Paulus nie existiert hat. Wie zum Beispiel Bruno Bauer, Theologe, Historiker und Bibelkritiker, der von 1809 bis 1882 gelebt hat. Seine Laufbahn als Bibelkritiker begann, als er selbst die Evangelienkritik von David Friedrich Strauss verteidigen wollte. Bauer ist davon überzeugt, dass es sich nicht nur beim Paulus der Apostelgeschichte um eine geschichtliche Phantomgestalt handelt, sondern dass auch die Darstellung des Apostels in den Briefen auf demselben Boden der absichtlichen Reflexion entsprossen ist. Die Quelle: Bauer Kritik 1, Seite 5. Das bedeutet, dass sogar die Möglichkeit besteht, dass Paulus nicht einmal existiert hat. Wir haben schon erwähnt, dass es keine außerchristlichen Quellen zu Paulus gibt. Könnte also etwas an dieser Theorie dran sein? Bauer ist es zumindest sicher. Doch was sind die Gründe von Bauer, die ihn zu dieser Annahme bringen? Verfasser kannte Paulus nicht persönlich. Der Verfasser der Apostelgeschichte ist ein uns unbekannter kirchlicher Schriftsteller aus dem 2. Jahrhundert, der den Apostel Paulus nicht persönlich kannte. Das, was er uns über ihn und sein Wirken berichtet, sind keine Nachrichten aus erster Hand. Es ist möglich und sogar sehr wahrscheinlich, dass der marcionitische Verfasser der Briefe seinen Helden, den Apostel Paulus, ausschließlich aus der mündlichen oder schriftlichen Legendenüberlieferung seiner Zeit kennengelernt hat und dass er ihn auch in seinen Briefen nicht als historische Person von Augen hatte, sondern so, wie ihn die Legende schilderte, als den großen Glaubenshelden der Vergangenheit, mächtig in Worten und Taten. In einer Zeit, in der alles Historische alsbald von der Legende überwuchert und aufgesogen wurde, wäre dies ohnehin naheliegend. Verschiedene Paulusse. Der englische Theologe A.J. Mettel, der hier stellvertretend für viele andere genannt werden kann, stellt fest, dass es in der Apostelgeschichte und in den Briefen zwei Paulusse gibt: den historischen Paulus der authentischen Briefe und den legendarischen Paulus der Apostelgeschichte. Durchsteht hier geschrieben in Talbert, ja, Perspectives on Luke, Seite 88. Paulus fägt Augenzeugenschaft vor mit wir. Die Wir-Berichte sind, wie man heute deutlich erkannt hat, eine geschickte literarische Fiktion. Für Vielhauer, ein anerkannter Theologe im Bereich der frühchristlichen Literatur, der neutestamentlichen Apokryphen, der hier stellvertretend für die Meinung vieler anderer Wissenschaftler zitiert werden soll, hat der Verfasser an diesen Stellen das literarische Mittel des Eigenberichts verwendet, um Augenzeugenschaft für einige Abschnitte des Paulus vorzutäuschen. Im 1. Korinther benutzt Paulus 44 Mal das Wort wir. In 2. Korinther ganze 81 Mal. Er nutzt bewusst das Wort wir, um den Anschein zu erwecken, dass mehrere Personen bei ihm sind, die seine Existenz beweisen. Aber wer sind die Personen oder die Personen, die Paulus berechtigt in Mehrzahl zuschreiben? Klar ist auch in Lukas und den anderen Evangelien von wir die Rede. Aber hier wird auch deutlich gemacht, wer mit wir gemeint ist. Oft sind es die Jünger. Und auch sonst erkennt man, wer gemeint ist. Bei Paulus haben wir dies jedoch nicht. Wie bereits erwähnt, ist Vielhauer der festen Meinung, dass Paulus auch hier wieder einmal seine Leser zu täuschen versuchte. Wir merken, dass immer mehr Lügen auftauchen. Dabei sind wir noch am Anfang. Es wird an so vielen Ecken und Kanten gelogen. Warum haben wir schon festgestellt, wie kann man heute noch irgendetwas von Paulus annehmen? Paulus' Briefe müssen zur Geschichte passen. Alles kommt auf die Frage an,
Ob der Verfasser der unter dem Namen des Paulus überlieferten Briefe auch durch die geschichtlichen Umstände, in denen er auftritt und die sich in seinen Briefen widerspiegeln, als derjenige ausgewiesen werden kann, der er zu sein beansprucht. Die unter dem Namen des Paulus überlieferten Briefe können darum erst dann als wirklich authentisch angesehen werden, wenn erwiesen ist, dass sie ohne Widersprüche in die Zeit und in das geschichtliche Umfeld hineinpassen, das von ihrem Verfasser vorausgesetzt wird. Aber wie können wir die Ereignisse mit anderen Quellen vergleichen, wenn diese gar nicht existieren? Ist doch etwas an Bauers Theorie dran, die besagt, dass Paulus nie existiert hat? Paulus in Asien und gleichzeitig im Gefängnis. Alle drei Pastoralbriefe setzen voraus, dass Paulus sich in letzter Zeit in Asien oder doch im Osten aufgehalten hat. Vor allem diesen in den drei Briefen angedeuteten Situationen passt aber keinen das Leben des Paulus bis zu seiner Überlieferung nach Rom, als Gefangener im Herbst 60. Die drei Briefe müssten darum, wenn sie wirklich von Paulus stammen sollten, in der Zeit nach der zweijährigen römischen Gefangenschaft 61 bis 63 verfasst worden sein. Und es muss dabei vorausgesetzt werden, dass er damals freigesprochen und wieder in Freiheit gesetzt worden ist. Wilkenhauser Schmidt, Einleitung, Seite 519. Eben diese Voraussetzung aber gilt als extrem unwahrscheinlich und wird zu Recht heute von kaum einem Exegeten mehr zugestanden. Die Situation der Pastoralbriefe erweist sich somit nur als eine angeblich historische Fiktion des im Namen des Paulus schreibenden Verfassers. Also auch hier wurde offensichtlich in die Trickkiste gegriffen, um die Leser zu täuschen. Paulus' Erfindung von Marcion. Um das Ganze besser zu verstehen, fassen wir kurz zusammen, wer Marcion war. Marcion war der Gründer des Marcionismus. Er wurde ca. 85 nach Jesus geboren und starb ca. 160. Er wurde von der Kirche als Ketzer angesehen. Denn Marcion trennte das Evangelium vom mosaischen, alttestamentischen Gesetz. Er machte eine Trennung zwischen dem strengen und zornigen Gott im Alten Testament und dem liebenden, vergebenden Gott, der keine Gesetze auferlegt im Neuen Testament. Er hat sich mit dem Alten Testament und dem Gott des Alten Testament angefeindet. Auch heute sehen wir bei vielen christlichen Predigern, dass sie wie Marcion die Gesetze ablehnen. Wie zum Beispiel die Speisegebote. Auch Gesetze, die sich auf Kriege beziehen, werden verpönt und als etwas Schlechtes gesehen. Diese Ansichten stammen von Marcion und sind bis heute vertreten. Ebenso war es Marcion, der die Zwei-Gott-Theorie hervorbrachte. Er war Fanat in Paulus und schwärmte auf hohem Niveau von ihm. Marcion war es ja auch, der einen neutestamentlichen Kanon bestehend aus einem redigierten Lukas-Evangelium und einem Korpus aus Paulus' Briefen schuf und mit zu einem Pionier der Kanonisierung des Neuen Testaments wurde. Marcion hatte Zugang zu den Paulusbriefen und hatte die Möglichkeit, diese zu ändern. Er konnte Passagen hinzufügen, ändern und ganz weglassen, ohne dass jemand bemerkt. Diese Briefe, die in seinen Händen waren, sind die, die wir heute in der Bibel lesen. Marcion hatte seine persönliche Meinung zu Paulus. Paulus habe laut Marcion eine Verfälschung des Evangeliums Jesu durch judizierende Christen der ersten Generation revidiert und das reine Evangelium wiederhergestellt. Volker, Lukas, Tertullian gegen Marcion. Der britische Historiker Edward Johnson, 1842 bis 1901, vertrat die Ansicht, dass Paulus eine Erfindung von Marcion sei. Die einzig naheliegende und vernünftige Schlussfolgerung kann für Johnson nur die sein, dass die Marcioniten selber 10 Briefe als apostolisch in ihrem Sinn produzierten. Und wenn sie diese einem Apostel der christlichen Frühzeit zuschreiben, so geschah dies ganz in Übereinstimmung mit den Gebräuchen der damaligen christlichen Theologen. Nach Johnson ist es undenkbar, dass sich die Mischung uneinheitlicher Elemente, die der sogenannte Paulinismus darstellte, in einem historischen Individuum vereinigt habe. Paulus war für Johnson der Apostel Marcions, aber in einem anderen Sinne, als man gewöhnlich annimmt. Er war seine Schöpfung.
Wenn man Marcions Werke kennt und sich näher damit beschäftigt hat und dann mit den Briefen von Paulus, dann fällt sofort auf, dass man die beiden gar nicht voneinander unterscheiden kann. Die paulinischen Briefe, abgesehen von ihren Interpolationen, sprechen für Marcion. Ihn hört man überall heraus, zum Beispiel den typischen marcionitischen Gegensatz von Geist und Fleisch, Gesetz und Evangelium, Gott der Barmherzigkeit, Gott der Rache und so weiter. All diese Begriffe, die wir für typisch paulinisch halten, sind für Johnson in Wahrheit marcionitisch. Johnson unter anderem Seite 294.